Exkurs: Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Assistenz am Steuer, wie Radartechnik das Autofahren sicherer macht, von Professor Hermann Rohling. Gehalten am 30. Oktober 2012 im Wissenschaftszentrum Bonn. Ja, liebe Frau Dr. Rateike, herzlichen Dank für Ihre einführenden, freundlichen Worte. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend und es ist mir eine Freude, Sie heute Abend hier in den Räumen der DFG begrüßen zu dürfen und kennenlernen zu dürfen. Sie sehen, die Technik muss schonend behandelt werden. Das Thema des heutigen Abends ist, wie hier angegeben, Assistenz am Steuer. Sie haben sicherlich schon alle davon gehört, dass Menschen über autonomes Fahren sprechen. Das heißt über Fahrzeuge, die keine Fahrerin und keinen Fahrer benötigen. Das könnte man sagen, ist das Thema auch des heutigen Abends. Und dazu habe ich ein paar Bilder vorbereitet, die ich Ihnen heute Abend gerne zeigen und erläutern möchte. Radartechnik ist ein Forschungsgebiet, was Sie ganz selten an deutschen Universitäten antreffen. Insbesondere, wenn es um Radarsysteme geht. Es gibt durchaus viele Entwicklungen, wo leistungsstarke Verstärker oder Filter oder dergleichen einzelne Bauelemente entwickelt, erprobt und eingesetzt werden. Aber Radarsysteme finden wir relativ selten im Forschungsbereich an deutschen Universitäten. Das hat etwas mit unserer Vergangenheit zu tun. Und da bildet mein Institut eine Ausnahme, weil wir uns sehr intensiv mit Radar beschäftigt haben. Bilder sagen mehr als 1000 Wörter. Dr. Rateike hat das schon erwähnt, was unsere Forschungsthemen anbelangt. Ich leite das Institut für Nachrichtentechnik. Und wenn man Nachrichtentechnik in der Forschung betreibt, dann kümmert man sich um nachrichtentechnische Übertragungssysteme. Und das sind hier heutige breitbandige digitale Kommunikationseinrichtungen, damit Sie das digitale Fernsehen störungsfrei in Ihr Wohnzimmer bekommen oder neue Mobilfunksysteme. Mobilfunktechnik ist ja für Deutschland, für Europa ein ganz wichtiges Gebiet, nicht nur im Bereich der Forschung, sondern auch in der Gesellschaft und in der Wirtschaft spielt es eine wichtige Rolle. Und das ist möglicherweise etwas, was Sie tagtäglich in Ihrem Wohnzimmer und an Ihrem Schreibtisch benutzen, hochratige Nachrichtenübertragung über Kupferkabel, DSL-Technologie. Damit setzen wir uns intensiv auseinander, weil in den Kabelbündeln sich Signale übersprechen und Interferenzen entstehen. Und wenn man diese Interferenzen wieder rückrechnen kann, dann kommen wir in den Bereich von mehreren hundert Megabit pro Sekunde an Nachrichtenübertragung. Hier kommen wir in den radartechnischen Bereich. Und da sind unsere Interessen weit gefächert. Dieses ist ein HF-Radar, ein Kurzwellenradar, sehr lange Wellenlängen von 30 bis 200 Meter. Und Sie sehen hier das Empfangsantennen-Array. Das ist ein sehr großes Gebilde mit 16 oder 32 Empfangsantennen. Damit können wir den Winkel bestimmen, aus dem bestimmte Objekte beobachtet werden. Und unser Ziel ist hier ein sehr wichtiges. Wir wollen mit einem solchen Radarsystem Tsunami-Situationen detektieren. Das ist sehr wichtig und bisher, Sie haben es gerade gehört, das Seebeben westlich von Kanada war gerade in diesen Tagen in den Schlagzeilen und man war besorgt, ob man in Hawaii Tsunamiwellen beobachtet. In Hawaii sind beispielsweise solche Systeme installiert und sofern eine solche Welle sich der Küste nähert, kann man eine Warnung kreieren und das macht Sinn, wenn die Warnung mindestens 30 Minuten vor dem eigentlichen Ereignis eintrifft. Hier sehen Sie, es sind also große Radarsysteme, ob der Wellenlänge, die wir hier im Visier haben. Und das ist ein sehr interessantes Forschungsthema, wo es um alle radartechnischen Fragen geht,
die für ein solches System wichtig sind. Das ist unser Experimentalfahrzeug. Das ist ein ganz normaler Volkswagen Passat und den haben wir aber so umbauen dürfen, der TÜV hat uns das erlaubt, dass wir das dürfen und auch mit einem solchen Fahrzeug im ganz normalen Straßenverkehr uns bewegen dürfen, sonst könnte man ja Unheil anrichten. Und Sie sehen, hier unten ist ein kleines Radargerät angebracht. Das ist ein 77 GHz Radargerät und dieses System beobachtet den gesamten Straßenverkehr vor dem Fahrzeug und misst die Entfernung, die radiale Geschwindigkeit und den azimutalen Winkel auch in Mehrzielsituationen. Das sagt man so leicht, das ist für einen Ingenieur eine Herausforderung, diese Messung präzise, fehlerfrei unter allen Wetterbedingungen durchführen und die richtigen Reaktionen auszulösen. Dieses Fahrzeug hat eine automatische Bremse, ein automatisches Gaspedal. Das heißt, wenn der Sensor befiehlt, das Fahrzeug möge langsamer oder auch schneller fahren, dann wird das E-Gas angesprochen oder die Bremse, die automatische Bremse wird angesprochen. Und was noch mit dieser Technik, mit Fahrzeugtechnik in Verbindung steht, sind unsere Forschungsaktivitäten ganz anderer Natur, Car-to-Car-Kommunikation, selbstorganisierende drahtlose Netze, dass Fahrzeuge sich untereinander unterhalten können, ohne dass die Telekom dafür ein aufwendiges System installieren muss. Das sind selbstorganisierende drahtlose Netzwerke als Beispiel für Car-to-Car-Kommunikation. Ja, das sind die Fachthemen, das sind die wissenschaftlichen Themen, die ich zusammen mit meinen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an unserer schönen Technischen Universität zu Hamburg-Harburg betreibe. Und das sind interessante Themen und das ist wichtig für die jungen Wissenschaftler, dass sie solche herausragenden Themen haben. Radartechnik und Straßenverkehr. Dieses ist vielleicht etwas, was Sie kennen und möglicherweise schon mal leidvoll haben ertragen müssen. Das ist ein Radar besonderer Art. Das ist darauf fokussiert, Geschwindigkeiten zu messen. Dieses Gerät ist nicht so sehr daran interessiert, in welcher Entfernung Sie beobachtet werden, aber es ist hochgradig daran interessiert, die Geschwindigkeit präzise festzustellen. Das ist anders in anderen Verkehrssystemen, in der Flugsicherungstechnik. Dort kann man sich das System ohne Radar gar nicht mehr vorstellen. Das große flugsicherungstechnische Radar mit einer mechanisch drehenden Antenne beobachtet sämtliche Objekte bis zu 150 Kilometern oder 250 Kilometer und misst die Entfernung präzise, misst die radiale Geschwindigkeit, misst den azimutalen Winkel sehr präzise. Deshalb haben wir hier ein System mit so großem Ohr, dass wir auch feststellen können, aus welcher azimutalen Richtung die Echosignale stammen. Oder Schiffsradare. Auch der Seeverkehr ist ohne Radare nicht mehr vorstellbar. Das sind die Allwetterbedingungen, die wichtig sind, die unser Seesystem beeinträchtigen und beeinflussen. Davon sind solche Radarsysteme, wie hier auf einem Schiffmast angegeben, weniger beeinflusst. Die Allwetterfähigkeit spielt für Radartechnik eine wichtige Rolle. Und das ist mein Werdegang und der hat etwas mit, mein beruflicher Werdegang, und der hat etwas mit Radartechnik zu tun. Denn nach meinem Studium in Stuttgart, an der Universität Stuttgart, bin ich nach Ulm gegangen zum damaligen Telefunken- oder AEG-Forschungsinstitut und habe mich dort mit Radartechnik und mit Mobilfunktechnik sehr intensiv auseinandergesetzt. Und mein Berufsleben hat so einen 11-Jahres-Rhythmus. Nach 11 Jahren Tätigkeit in der AEG bin ich zur schönen Technischen Universität nach Braunschweig gegangen, wo Dr. Wefelmeier auch promoviert hat. Und das ist, by the way, die älteste Technische Universität in Deutschland, gegründet 1745. Und Braunschweig ist natürlich berühmt, weil es die Geburtsstadt von Karl Friedrich Gauss ist. Ja? Und das ist schon ein Merkmal. By the way, Ulm ist die Geburtsstadt von Albert Einstein, auch eine berühmte Persönlichkeit. So, und nach 11 Jahren Forschung in Braunschweig, und dort haben wir
dem Bereich automotive Radare aufgebaut. Ich war mit anderen Radarsystemen befasst in Ulm und habe dieses Know-how transferiert nach Braunschweig. Und dort haben wir uns auf automotive Radare konzentriert. Das ist so, gute Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht, ja, und das hat hier eine Bedeutung, denn Wolfsburg liegt nicht ganz weit weg von Braunschweig und das war ein wichtiger Partner in unseren Forschungsaktivitäten. So, nach 11 Jahren war die Zeit wieder rum sozusagen und dann bin ich an die schöne Technische Universität nach Hamburg-Harburg gegangen. Das ist die jüngste Technische Universität, 1978 gegründet. Es war also ein interessanter Kontrast von dieser traditionsreichen zu dieser neuen Universität, die im Süden Hamburgs ihren Sitz hat in Harburg und deshalb Technische Universität Hamburg-Harburg genannt wird. Und dort bin ich nun schon ein bisschen länger als 11 Jahre und bin auch schon seit April diesen Jahres in Pension und darf die Forschungsarbeit meinem Nachfolger übergeben. Warum ist automotives Radar ein so wichtiges Thema? Und nebenbei gesagt, es ist heute schon ein erheblicher Wirtschaftsfaktor, denn viele Fahrzeuge sind heute mit Radaren ausgestattet und das will ich Ihnen erklären. Straßenverkehr. Unsere Autos, und dafür sind die Automobilfirmen zuständig, haben Autos entwickelt auf einem sehr hohen Sicherheitsstandard. Die Autos, kann man sagen, sind sicher, wenn man es so plakativ sagen will. Aber der Straßenverkehr, der ist nicht so sicher. Da muss man mit allen möglichen Situationen rechnen und jeder von uns kennt solche Bilder und das sind Bilder, die wir vermeiden möchten. Das ist auch für mich eine interessante Beobachtung. Die Menschen in unserer Gesellschaft denken über Risiken nach, Risiken, die aus technischen Systemen entstehen können. Und Risiken muss man ja bewerten und auch quantitativ erfassen können. Und viele Menschen sind sehr besorgt, ob der biologischen Wirkung elektromagnetischer Wellen, Elektrosmog oder was auch immer. Das ist ein wichtiges Thema und wissenschaftstheoretisch nicht einfach zu beantworten. Wer will schon sagen, dass ein System keinen Effekt hat? Man kann höchstens sagen, nach heutiger Kenntnis ist das so. So, die Menschen sind sehr besorgt in diesem Gebiet und dieses Gebiet nehme ich für sehr ernst. Ich weiß gar nicht, wie viel Forschungsmittel in diese Fragen der biologischen Wirkung hineinfließen. Aber es gibt derzeit keinen kausalen Zusammenhang zwischen biologischer Wirkung und Todesfällen. Das gibt es nicht, nachweislich nicht. Und wenn man dagegen den Straßenverkehr betrachtet, habe ich immer den Eindruck, dass Menschen den Eindruck haben, das ist ein sehr sicheres System. Ist aber weit gefehlt. Wir haben es jährlich mit mehr als 4000 Todesfällen im Straßenverkehr zu tun. Man sollte meinen, der Staat verbietet ab morgen, dass Autos bewegt und gefahren werden. Aber das zeigt so ein bisschen, wie wir mit Risiken umgehen und welche subjektiven Eindrücke wir dadurch bekommen. Das ist für mich aber eine wesentliche Motivation, technische Systeme zu entwickeln, zu analysieren, um letztendlich die Dinge noch sicherer zu machen. Denn diese 4000 Todesfälle sind ja 4000 individuelle Katastrophen. Und das ist der Ansatz, dass wir sozusagen nicht so sehr in die Autos hineinschauen, das tun wir auch, aber nicht so intensiv, sondern dass wir in den Straßenverkehr hineinschauen. Denn, das stellt man auch immer wieder fest, wir Menschen sind, ob unseres Sehsystems, denkbar schlechte Autofahrer. Wir können überhaupt gar nicht Entfernungen messen. Machen Sie das mal, versuchen Sie es mal herauszubekommen, wie gut Sie Entfernungen messen können. Wir wissen, da ist etwas nah oder so mittelweit und weit. Aber wenn Sie das in Metern angeben sollen, dann werden Sie feststellen, dass Sie vollständig daneben liegen. Da sind wir sehr schlecht. Noch schlechter sind unsere Augen in der Messung von
Geschwindigkeiten, von Differenzgeschwindigkeiten. Das ist die häufige Ursache für Auffahrunfälle, weil man das nicht gemerkt hat, dass da eine ganz andere Differenzgeschwindigkeit existiert. Und das ist genau der Ansatzpunkt der Assistenz. Die Automobilfirmen reden nicht von Radartechnik, sondern sie reden von Assistenzsystemen. Nicht die Technologie, sondern die Funktionalität wird zum Ausdruck gebracht. Und das ist der Ansatz für Radartechnik, denn Radartechnik kann hochpräzise in Allwettersituationen Entfernungen messen, Winkel messen, Differenzgeschwindigkeit oder radiale Geschwindigkeit messen. Das sind die Stärken der Technik und da ist der Begriff Assistenz völlig richtig gewählt, denn noch wollen wir nicht unmittelbar autonom fahren, sondern wir wollen die Fahrerin oder den Fahrer unterstützen. Und das ist ein ganz interessantes Gefühl, wenn man mit einem solchen Fahrzeug fährt und der Abstand zu gering wird oder die Differenzgeschwindigkeit zu groß wird und das Auto reagiert. Es muss gar nicht wirklich bremsen, es muss nur der Fuß vom Gas genommen sein, dann ist die Aufmerksamkeit unmittelbar gegeben und der Fahrer kann sich schneller entscheiden und weiß, hier ist etwas, ich muss reagieren, ich bin zum Reagieren aufgefordert. Und diese Zahlen, das ist für mich immer wieder ganz erschütternd, wenn man das sieht. Was ist es hier? Von 1950 bis 2010 ist das die Anzahl der Todesfälle auf deutschen Straßen. Ja, das 10.000, das wuchs zu 17.000, 18.000 an. Sie sehen, man spricht über Leben, kommt gar nicht mehr darauf an, ob 17.000 oder 18.000 sind. Ist aber ein sehr ernstzunehmendes Thema und wir sind sehr, sehr glücklich, dass das hier gefallen ist. Aber in der Tat, im letzten Jahr ist die Anzahl der Todesfälle wieder etwas gestiegen. Es ist also nicht so, dass die Sicherheit, die in den Autos vorhanden ist, automatisch dazu führt, dass die Todesfälle reduziert werden. Und das hat Gründe oder es gibt organisatorische Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen auf diese Situation. Hier vor 1960 wurde 50 km/h im Stadtverkehr vorgeschrieben, bis dato noch nicht. Wir sind heute daran gewöhnt, das hat sich bewährt. Hier wurde 100 km/h außerhalb von Städten limitierend angegeben. Die Fahrzeuge fuhren auch nicht so schnell, das waren nicht solche Flitzer, wie das heute ist. Helmpflicht für Motorradfahrer wurde 1980 eingeführt. Anschnallpflicht, ein ganz wichtiger, ohne Sicherheitsgurt wäre die Situation wesentlich schwieriger. 0,5 Promille Grenze ist auch etwas. Technisch spielt der Airbag eine wichtige Rolle. Das fing ja zunächst mit einem Airbag nur für den Fahrer oder Fahrerinnensitz an. Heute sind 7, 8 Airbags im Auto verteilt. Auch Seitenairbags sind angebracht. Eine Technologie, die sich außerordentlich gut bewährt hat. Automatisches Bremssystem ist sehr wichtig, damit die Bremswirkung auch optimiert wird. Oder elektronische ESP, das der Elchtest steht dahinter, Stabilisierungsprogramm. Und das ist jetzt bereits ein System, was radarbasiert ist, Adaptive Cruise Control, ein automatischer Tempomat, wo wir mit konstanter Geschwindigkeit fahren können, aber den Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug optimieren. Und die Aufgabe, die wir tagtäglich durchführen und sicher durchführen und locker durchführen, hat doch eine gewisse Komplexität, denn wir wollen sicheres Fahren bei jedem Wetter haben. Und bei Dunkelheit und Regen oder bei Nebel, Schnee und so weiter, weiß jeder, dass das Risiko durchaus wächst. Wir hoffen alle, dass das uns nicht betrifft, aber es ist eine hohe Leistungsfähigkeit, die Sicherheit zu erreichen, die wir heute haben. Aber es geht darum, die Sicherheit noch weiter zu steigern. Und das ist ein oder zwei Systeme, zeige ich Ihnen hier. In dem ersten System ist ein Radar hinter dem vorderen Stoßfänger. Das ist jetzt eine Animation, hinter dem vorderen Stoßfänger angebracht. Und es soll jetzt Folgendes passieren: Während das Fahrzeug fährt, sendet es bestimmte Signale aus in einem definierten Frequenzbereich und es wird dieses Objekt beobachtet, dieses Objekt wird detektiert
und das Fahrzeug reduziert die Geschwindigkeit. Jetzt überholt das Fahrzeug, hat wieder freie Bahn, kann automatisch beschleunigen. Das Radar sieht kein Objekt, jetzt ist der dazwischen gekommen, der führt wieder dazu, dass moderat abgebremst wird. Und wenn freie Fahrt ist, dann kann das Auto bis zur maximalen Geschwindigkeit, zur zugelassenen Geschwindigkeit fahren. Es können auch Stop-and-Go-Situationen entstehen, das heißt, wenn es hier zu einem Stau kommt, dann passt dieses Fahrzeug die Geschwindigkeit so an, dass es genau in dem Stau mitfließt. Dieses Stop-and-Go ist auch technisch eine Herausforderung, denn diese niedrigen Geschwindigkeiten präzise zu messen, ist nicht so einfach, wie das in dieser Animation dargestellt ist. In diesem Fall ist das ein Radarsensor, der den Blick nach vorne wagt und der Entfernung, Radialgeschwindigkeit und azimutalen Winkel misst. Ich muss wissen, in welcher Spur sich die Objekte befinden, denen ich folgen will. Das ist auch eine technische Herausforderung. Und dementsprechend wird das Fahrverhalten adaptiert. Das ist etwas, was heute in sehr vielen Fahrzeugen integriert ist und was sich sehr bewährt. Der Markt, wie man so sagt, nimmt dieses System an und empfindet es als eine willkommene Assistenz und als, das heißt, die Autofahrerinnen und Autofahrer akzeptieren diese Systeme. Das ist aber nur eines von mehreren. In diesem Fall haben wir zwei Radare, die hinter dem hinteren Stoßfänger integriert sind. Die Stoßfänger sind aus Plastik, da strahlt das Radarsignal durch, da braucht man keine Rücksicht zu nehmen. Und es wird der Verkehr in diesem Fall beobachtet hinter dem Fahrzeug. Warum ist das so wichtig? In allen Überholsituationen oder wie man auch sagt, in diesen Blind-Spot-Situationen, wo man gerade das Fahrzeug in dem Rückspiegel nicht sieht, aber auch nicht mehr erkennt, im Rückspiegel erkennt, also im Seitenspiegel und im Rückspiegel diese Blindspot-Situation, und wir selber überholen wollen, dann spürt man schon mit dem Holzschuh, da kann es ein Desaster geben. Das soll dieses System verhindern, und wenn ich die Animation starte, dann sehen Sie so ein bisschen, was gemeint ist. Das heißt, die Radare schauen die ganze Zeit nach hinten, und wir beobachten, dass dort ein Fahrzeug kommt mit höherer Geschwindigkeit. Ich weiß genau, wann es mich überholt. Ich beobachte es schon lange in großer Entfernung. Und ich zeige Ihnen das gleich noch einmal. Und hier ist das Man-Machine-Interface. Da sind ein paar Leuchtdioden angebracht. Und sobald ein Fahrzeug beobachtet wird, entsteht ein kleiner Lichtschein im Außenspiegel. Und wenn ich selber überholen will, obwohl ich überholt werde, dann fangen diese Leuchtdioden an zu flashen, an zu blinken, damit ich gewarnt bin. Das ist ein sehr intelligentes Man-Machine-Interface, weil der Autofahrer, die Autofahrerin immer den Blick unmittelbar im Außenspiegel hat und sofort sieht, auch mit dem Seitenauge sieht, dass dort etwas passiert. Ich lasse das nochmal laufen, damit Sie sehen, was in dem Außenspiegel für den Fahrer, da ist der Außenspiegel, und hier entsteht gleich, wenn ich überholt werde, ein Licht, und dann fängt das Licht an zu flashen und gibt dem Fahrer eine Warnung: jetzt bitte nicht überholen, sondern du wirst überholt, und wenn der Vorgang beendet ist, dann kann er selber seine Reise fortsetzen. Es ist also eine Herausforderung für den Sensor, wieder genaue Entfernung, genaue Geschwindigkeit, genauen azimutalen Winkel zu schätzen und zu berechnen. Jetzt will ich nochmal auf das Wort Radar zurückkommen. Ja? Denn dieses Wort Radar zählt zu den 100 bekanntesten, weltweit bekanntesten Wörtern. Ob wir in China, in Südafrika oder in Australien oder in den USA sind, jeder weiß, was Radar ist. Die Menschen sprechen es unterschiedlich aus, aber sie wissen, was gemeint ist. Damit ist gemeint Radio Detection and Ranging. Radiowellen detektieren und Entfernung messen. Das ist so eine simple Formel, kann man unmittelbar verstehen. Und wenn man diese Erklärung liest, Radio Detection and Ranging, dann hat man den Eindruck, dieses System ist im englischsprachigen Raum erfunden worden. Ja? Das ist weit gefehlt. Ja?
sondern dieses System, was heute Radar genannt wird, wurde von einem deutschen Ingenieur, von Christian Hülzmeier, erfunden. Und der hat das natürlich nicht Radar genannt, sondern der hat das Telemobiloskop genannt, in guter Tradition technische Sachverhalte, technische Geräte mit lateinischen oder griechischen Wörtern zu belegen. Telemobiloskop. Und das will ich Ihnen kurz zeigen. Das hat auch etwas mit der Entwicklung bis hin zu Automotive-Radar zu tun. Ganz erstaunlich, Christian Hülzmeier hatte dieses Patent am 30. April 1904 beim damaligen Kaiserlichen Patentamt zu Berlin eingereicht. Was kann ihn 1904 motiviert haben, über so etwas nachzudenken? Die Menschen wussten noch nicht einmal richtig, was elektromagnetische Wellen sind. Dazu musste erst jemand in Hamburg geboren werden, der den Namen Heinrich Hertz trug. Ja? Der hat uns gezeigt, was elektromagnetische Wellen sind. Und Sie sehen hier das Ergebnis: Der Schiffsverkehr war ein hoher Wirtschaftsfaktor 1904. Für die Flugsicherungstechnik brauchte man noch keine Assistenz, für die Autos erst recht nicht, die paar Kutschen, die unterwegs waren 1904. Aber der Schiffsverkehr, der war bedeutend, wichtig. Und dadurch war Christian Hülzmeier motiviert. Der ist in der Nähe von Bremen geboren und dort aufgewachsen. Und das hat ihn motiviert, der Frage nachzugehen, technische Systeme zu entwickeln, um die Sicherheit hier zu erhöhen. Dasselbe Thema diskutieren wir heute Abend auch in dieser Runde. So, dieses ist jetzt ein bisschen falsch, das sehen Sie sofort, weil das ein berühmtes Gebiet ist, gar nicht weit von hier. Das ist nur rein montiert worden. Ja, tatsächlich war das Schiffsunglück auf der Weser. Aber Sie sehen, der große Dampfer, der mit 3 Schornsteinen, der hat so ein modernes Gerät, so ein Telemobiloskop und detektiert ein anderes Schiff, was vielleicht auf Kollisionskurs ist oder nicht. Ich finde es ganz beachtlich, und wenn Sie mal im Netz seine Patentschrift suchen, es ist ein wunderschöner deutscher Text von einem intelligenten Ingenieur geschrieben. Das ist immer wieder ein Genuss zu lesen, was er unter einem Verfahren, um entfernte metallische Gegenstände mittels elektrischer Wellen einem Beobachter zu melden, verstanden hat. Das beschreibt die ganze Geschichte. Ja? Das war eine klare Ansage, was er wollte. Und das nur so ein bisschen als Hintergrund. Die Zeit 1904 war möglicherweise reif für solche Gedanken, denn James Clerk Maxwell, der englische Ingenieur und Mathematiker, der hat die theoretischen Vorarbeiten geleistet. Der hat sozusagen analytisch gesagt, da muss es sowas geben wie elektromagnetische Wellen. Aber keiner konnte sie messen. Ja, der hat nur mit Bleistift und Papier gearbeitet, da konnte man das nicht sehen. Und Heinrich Hertz hat sich die entsprechende Messapparatur selbst entwickelt, sozusagen der frühe Rode und Schwarz. Ja. Das musste er selber tun und hat den Nachweis erbracht, was die Natur von elektromagnetischen Wellen ist. Und die beiden haben dafür gesorgt, dass unmittelbar große Ingenieure und auch Geschäftsleute anfingen, dieses neue Gebiet zu bearbeiten. Alexander Stepanowitsch Popow, sein berühmter Ingenieur und Antennenexperte. Und Marconi, der hat in der Tat damit Geld gemacht und hat drahtlose Kommunikation entwickelt, hat die erste transatlantische Verbindung hergestellt. Und das war natürlich eine Sensation, wenn man plötzlich die Börsenkurse ohne Zeitverzögerung in Frankfurt hatte und die Börse in New York beobachtet hat, während man vorher vielleicht diese Informationen, diese Nachrichten noch auf anderem Wege bekam. Und in diese Zeit hinein, dieses Experiment Marconi hat er um 1901 in der Größenordnung gemacht, da steht das ja. Und in diese Zeit hinein kommt Hülzmeier und macht diese Erfindung für ein Telemobiloskop. In dieser Richtung muss man das sehen. Aber, das ist nochmal Heinrich Hertz und der Heinrich Hertz, das ist vielleicht, man muss ja auch unsere berühmten Wissenschaftler würdigen. Ich habe hier mal aufgelistet, welche Stationen Heinrich Hertz genommen hat. Er ist in Hamburg geboren, 1857,
Das ist die Karte von 1870. Sie sehen viele Besonderheiten. Sie sehen zum Beispiel hier an der Ostgrenze geht das mit Königreich Russland los. Da denkt man, ist irgendwas falsch. Polen war da nicht. Ja. In Hamburg geboren, in Dresden sein Studium begonnen, Physik natürlich studiert, aber bereits nach dem Vordiplom nach Berlin gegangen, dort sein Diplom und dort seine Promotion durchgeführt. Und als ganz junger Wissenschaftler, er war 26 Jahre jung, wurde er Professor an der berühmten Universität in Kiel. Da hat es ihn nicht ganz lange gehalten, dann ist er nach Karlsruhe gegangen, 2 Jahre später, und hat dort in Karlsruhe gearbeitet. Ferdinand Braun war in Straßburg. Elsaß-Lothringen. Die beiden haben heftig miteinander korrespondiert oder sich besucht. Und dann ist er nach Bonn gegangen. Ja? Und ist hier in Bonn leider viel zu früh verstorben an einer seltenen Krankheit, die man damals noch nicht beobachtet hat. Man könnte sich höchstens noch die Frage stellen, warum hat der Junge dann nicht in Hamburg gearbeitet? Da hätten wir ja auch gute Physiker gebrauchen können. Die Hamburger hatten noch gar keine Universität. Ja, die ist erst 1919 gegründet worden. Die Hamburger sind mehr mit den Kaufleuten befasst und weniger mit den Wissenschaftlern. Diese frohe Botschaft kann ich Ihnen bringen. Jetzt ist Hamburg natürlich mit einer berühmten technischen Universität ausgestattet. So, aber nochmal zurück zu Christian Hülsmeyer. Wir haben ihn zum 100-jährigen Jubiläum seiner Patenteinreichung einen Stein gewidmet, und haben ihn nicht als den Vater der Radartechnik, sondern als den Urgroßvater oder sagt man den Großvater der Radartechnik bezeichnet. Denn in der Tat ist Hülsmeyer nicht reich geworden mit dieser Erfindung. Oder ich sollte es anders sagen, er ist sehr reich geworden, aber nicht mit diesem Patent. Er war ein großer Erfinder und in vielen unterschiedlichen Anwendungsbereichen und das hat ihn reich gemacht. Er hat, by the way, in Düsseldorf viele Jahre gelebt und hat dort eine Firma betrieben. Und er wollte aber und war ganz stolz auf dieses Telemobiloskop-Patent, wollte es verkaufen. Und die Gesellschaft für drahtlose Telegrafie, das ist der Vorläufer von Telefunken, dem hat er das angeboten und dachte, jetzt fließen die Millionen. Aber der letzte Satz ist vielleicht wichtig. Sie bedanken sich höflich, wie man das ja tut. Aber sie sagen, mit bestem Dank schicken wir das wieder zurück, da wir für die genannten Erfindungen keine Verwendung sehen. Nicht mal derzeit keine Verwendung, sondern absolut. Keine Verwendung. Und damit war die Entwicklung Telemobiloskop für viele Jahre gestoppt. Es hat sich niemand mehr dafür interessiert. Das heißt, es sind wichtige Experimente durchgeführt worden in Rotterdam, eine berühmte Sitzung, aber die Kapitäne der christlichen Seefahrt waren mit den Assistenzsystemen nicht so sehr befreundet oder befreundbar. Das wollten die nicht, aus welchen Gründen auch immer. Auf jeden Fall hat das keine Furore gemacht. Man muss auch sagen, vermutlich war das System noch nicht so weit ausgereift, dass man es unmittelbar kommerzialisieren konnte. Aber immerhin wäre das für die Schifffahrt relevant geworden. 1904 war die Erfindung und 1912 dieses Desaster. Wäre die Titanic mit einem Telemobiloskop ausgestattet gewesen, dann würden wir vermutlich den Namen dieses Schiffes heute nicht kennen, denn dann wäre es sicher in New York angekommen. So, will sagen, es war lange Jahre Schluss. Es gab keine Radartechnik und dann entstand eine Riesenentwicklung Europa und weltweit für ausschließlich militärische Anwendungen. Die zivilen Anwendungen, das war eine reine zivile Anwendung, die Hülsmeyer vorgeschlagen hat. Und das ist die Admiral Graf Spee, das erste Schiff und damit das erste Kriegsschiff, was mit Radartechnik ausgestattet ist. Und dann diese riesen Antennenanlagen, denn damals arbeitete man mit langwelligen Systemen. Es gab noch keine Verstärker für kurzwellige Systeme. Würzburg und bereits Airborne-Radare in der Me-262. So kann Entwicklung sein. Es war eine Chance, den zivilen Markt zu entwickeln, aber letztendlich ist es so gekommen. Jetzt will ich Ihnen
Jetzt wissen Sie ja, wie das mit den Assistenzsystemen ist. Im Schifffahrtsbereich war das nicht so, aber heute kann man Verkehrssysteme wie Luftfahrt, wie Seeschifffahrt, kann man sich ohne Radar nicht mehr vorstellen. Die Frage ist, welche Rolle spielt Radartechnik im Straßenverkehr, im automobilen Bereich, und zwar im Fahrzeug, nicht in der Infrastruktur, sondern im Fahrzeug. Was ist die Herausforderung? Die Herausforderung ist, wie fast bei allen Systemen, die Geräte müssen klein und extrem preiswert sein. Das ist eine gute Forderung. Ich zeige Ihnen jetzt mal solch ein System, damit Sie nicht den Eindruck haben, das sind so Riesendinger, sondern das ist jetzt so ein kleiner Ausschnitt einer Sammlung, damit Sie es auch... Habe ich Ihnen das nicht, dass es heißt, ich hätte den Frauen das nicht gezeigt? So, das ist zum Beispiel ein ACC-Radar, was von Daimler als erstes kommerzielles Produkt auf den Markt kam. Und dies sind 24 GHz Radare, sind ganz klein und schnuckelig. Und in der Tat, die Herausforderung mit der Preisgestaltung, was ich hier so plakativ angedeutet habe, ist heute mehr oder weniger erreicht. Allerdings müssen dafür viele große Stückzahlen erarbeitet werden. Und von diesem System zum Beispiel werden heute jährlich in der Größenordnung 800.000 bis 1 Million hergestellt. Und die Antennentechnik, möglicherweise sind hier Antennentechnik-Experten unter uns, ist sehr, sehr fantastisch. Dies ist eine kleine Monopulsantenne. Das ist wie unser Hörsystem. Wir haben zwei Empfangskanäle, ich muss gerade gucken, hier ist der Sendekanal, zwei Empfangskanäle links und rechts. Und wir empfangen das Echosignal parallel von beiden, und durch die kleinen Amplituden- und Phasenunterschiede können wir genau sagen, an der und der Stelle befindet sich das Objekt, was wir detektieren wollen. Das war vor 10 Jahren noch eine Riesenherausforderung. Deshalb ist diese schwarze Kiste, die war weit weg von diesem grünen Euroschein. Die hat noch ein paar tausend Euro gekostet. Aber Daimler war sehr mutig und hat das in den Markt gebracht. Heute finden Sie Systeme in vielen anderen Fahrzeugen integriert, und diese Systeme sind erheblich preiswerter. Das Thema ist nicht neu, Automotive Radar. Wir sind nicht die Erfinder von Automotive Radar. Das will ich Ihnen mit diesen gesammelten Bildern zeigen. Das ist der Golf 1. Der Golf 1, der ist so in dieser Größenordnung 1978 auf den Markt gekommen. Da haben Ingenieure wichtige Messungen durchgeführt. Sie sehen, das Design dieses Gerätes ist noch ein bisschen anders als die kleinen Kästen, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Aber es wurden Messungen durchgeführt, um herauszubekommen, wie stark reflektiert ein vor uns fahrendes Fahrzeug, ein LKW, ein Motorradfahrer, möglicherweise ein Fußgänger. Das ist unser Experimentalfahrzeug, was wir seit 10, 15 Jahren im Institut benutzen. Und ich muss sagen, wir waren gute Radaringenieure und haben uns das alles genau überlegt, wie ein System entwickelt werden muss. Aber als wir das im Auto gesehen haben, da hatten wir einen völlig anderen Eindruck. Denn die Welt ist so bunt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Vorher haben wir auf dem Testgelände von Volkswagen in Eralessin gemessen, ausgesuchte Situationen und genau protokolliert, was wir gemessen haben. Wenn man im realen Straßenverkehr ist, dann sieht man es, wie bunt die Welt organisiert ist. Ja, es treten alle möglichen Situationen auf, und der Sensor muss in der Lage sein, alle diese Situationen genau zu vermessen und entsprechend zu reagieren. So, und das ist heute ein professionelles Auto, das muss nicht Volkswagen sein, ich will keine Werbung für Volkswagen machen, sondern das soll nur zeigen, die Sensoren sind hinter den Stoßfängern verbaut, man sieht nichts, und vor allen Dingen, das ist vielleicht noch eine Bemerkung nebenbei, vor vielen Jahren, als wir im Hause Daimler waren und Automotive Radar so anfing, Gestalt anzunehmen, da hat einer der Designer das mitbekommen, dass wir die Sensoren
hinter den Stoßfängern verbauen können. Der war begeistert, weil der diese Löcher für die Ultraschallsensoren gehasst hat. Das wollte der unbedingt loswerden. Und das war auch eine wichtige, man muss ja Freunde um sich sammeln, um eine neue Technologie hoffähig zu machen. Das ist die heutige Situation. Man sieht es nicht, sondern die Leistungsfähigkeit ist enorm groß. Und das ist so der Beginn meiner Vorstellung, wie es weitergeht. Diese Situation eines ACC-Radars, die haben wir schon. Da haben wir viel Erfahrung. Diese Systeme, die nach hinten schauen, tote Winkelüberwachung, Parkassistenz auch oder die, was man Lane Change, also die Überholvorgänge vermisst. Und auch die Seitensituation ist insbesondere im städtischen Bereich sehr wichtig, denn gerade Seitenunfälle sind sehr in ihrer Wirkung sehr, sehr schwierig, denn da ist keine Knautschzone vorhanden und die Unfallfolgen sind groß. Pre-Crash ist deshalb ein Teil, das erkläre ich Ihnen gleich noch, Stop and Go und eben Adaptive Cruise Control. Das heißt, wir reden nicht mehr über ein Radarsystem in einem Fahrzeug, sondern das werden zukünftig mehrere sein, die alle ihre Aufgabe wahrnehmen. Und die Aufgabe ist klar umrissen. In dem Beobachtungsbereich soll Entfernung präzise gemessen werden, gleichzeitig radiale Geschwindigkeit, gleichzeitig azimutaler Winkel und das auch in Mehrzielsituationen, das in Allwettersituationen, das ist und ohne Einschränkung der Qualität. So kann man sich dieses ACC-System vorstellen und ich will Ihnen nur ein paar charakteristische Situationen erläutern. Wenn ich auf einer Autobahn fahre, dann muss ich wissen, welche Fahrzeuge ich hier vermesse und in welcher Spur sie fahren. Ich will, wenn ich auf der mittleren Spur bin, will ich mich ja nicht durch den irritieren lassen. Das heißt, ich brauche präzise Information, Winkelinformation, ob der in meiner oder in der benachbarten Spur fährt. Und bei dem muss ich feststellen, wie groß die Entfernung ist, wie die Geschwindigkeit ist und ob er in dieser mittleren Fahrspur ist. Wenn ja, dann fokussiere ich mich auf dieses Fahrzeug in der mittleren Fahrspur und folge dem durch geregelten Tempomaten. In der Stadt ist das völlig anders. Und damit will ich unterstreichen, wie flexibel, wie adaptiv die Systeme ausgelegt werden müssen. Im städtischen Verkehr habe ich kreuzenden Verkehr, den ich beobachte oder auf die ich zufahre. Und da kann ich, das Radar misst die radiale Geschwindigkeitskomponente. Das Radar weiß nicht, dass der so fährt, wie hier angegeben. Das ist mehr unser eigenes visuelles System. Und da haben wir gerade ein Verfahren entwickelt, was es uns gestattet, nicht nur die radiale, sondern gleichzeitig auch die laterale Geschwindigkeit zu messen. Dass wir genau wissen, in welche Richtung fährt der. Und das sind immer Zeiten, das müssen wir unmittelbar wissen. Das heißt, das muss in Zeiträumen von einigen Millisekunden erledigt sein. Dann muss das Radar wissen, in welche Richtung fährt dieses Objekt. Und das funktioniert. Und das funktioniert sogar sehr gut. Damit Sie auch mal technisch so ein bisschen ein Gefühl haben, wie leistungsstark die Systeme sind, ein typisches ACC-System schaut 200 Meter nach vorne. Das muss nicht 500 Meter nach vorne schauen, dann wissen wir nicht mehr, wie die Spurzuordnung ist, denn wir kennen die Straßenführung nicht. 200 Meter ist ein maximaler Bereich, den wir abdecken wollen. Geschwindigkeiten von minus 100 bis 50 Meter pro Sekunde müssen wir eindeutig vermessen können. Azimutwinkel mit plus minus 5 Grad. Entfernungsauflösung, das ist jetzt eine ganz wichtige Frage. Wir messen mindestens mit einem Meter Auflösung. Das heißt, wir wollen in der Lage sein, wenn zwei Objekte im Abstand von größer einem Meter sich auf der Straße befinden, dann wollen wir auch zwei Objekte detektieren. Das ist die Frage der Auflösung. Die Messgenauigkeit ist in der Größenordnung von 20 Zentimetern. Sehr präzise, sehr präzise. Die Geschwindigkeitsauflösung plus minus 1 Meter pro Sekunde und die Geschwindigkeitsgenauigkeit 0,3 Meter pro Sekunde, sodass ich auch Situationen, wo zwei LKWs sich oder wo ein LKW von einem anderen LKW überholt wird, und das kennen wir ja, die Differenzgeschwindigkeit ist dann so 1 Kilometer pro Stunde, da wollen wir zwei Objekte detektieren und feststellen, dass die unterschiedliche Geschwindigkeiten haben. Winkelmessgenauigkeit 0,5 Grad. Und das ist für Lane Change Assistant, also für die nach hinten
Schauenden nicht anders. Da müssen wir nicht so weit schauen, 70 Meter. Wir sind nur an denen interessiert, die uns überholen. Deshalb braucht man nicht die wir überholt haben, zu vermessen. Und ab hier ist das ungefähr gleich in der Leistungsfähigkeit. Und das ist ein weites Gebiet jetzt für Ingenieure. Wie funktioniert die Messtechnik? Ich will Ihnen das nur andeuten, dass Sie sehen, wie bunt die Welt organisiert ist, was man alles berücksichtigen muss. Das sind anschaulich die drei Bereiche, und mehr ist es nicht, Entfernung, Winkel und radiale Geschwindigkeit. Das wollen wir vermessen. Und wie eben schon gesagt, der Mensch kann Entfernung sehr schlecht messen. Man kann froh sein, wenn wir sagen können, 50, 60 Meter. Meistens stimmt das gar nicht. Wenn ein Objekt bei 50 Meter ist, dann sagen einige, das ist 30, andere sagen, das ist 80 Meter entfernt. Das kriegen wir nicht hin. Wäre das so, wie hier angegeben, dann wären wir viel besser. Ja? Aber der liebe Gott hat sich was dabei gedacht, denn dann kämen wir nicht mehr durch die Tür und so weiter. So dass wir dabei bleiben. Aber die Evolution hat Lebewesen geschaffen, die genau dieses Radarprinzip anwenden. Und das sind Fledermäuse. Fledermäuse sind ja blind oder fast blind und die orientieren sich nur ob ihrer Schallwellen. Das heißt, die schreien bestimmte Signale heraus und von dem Echosignal mit ihren beiden großen Ohren, das ist die Monopulstechnik, zwei große Ohren, bestimmen sie Geschwindigkeit und Entfernung gleichzeitig. Ich kann Ihnen das mal hörbar machen. Natürlich ist das Signal jetzt in unseren Hörbereich abgemischt worden. Die Fledermäuse haben so 40, 45 Kilohertz Frequenzen. Das ist weit oberhalb unseres Hörsystems. Warte mal. Ja, ich weiß nicht, ob Sie das gut genug hören können. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Denn das ist genau ein Signal, so wie wir es für Radartechnik verwenden. Entfernungsmessung stellt man sich im Allgemeinen ganz einfach vor. Das heißt, man hat einen Sender, der ein solches Signal, ein pulsförmiges Signal sendet. Dann wird der Sender abgeschaltet, der Empfänger wird eingeschaltet und der Empfänger registriert, welche Echosignale hier ankommen. Rauschen habe ich hier mal unterdrückt, das ist nicht da. Und so einfach geht es und so einfach wird es in vielen Systemen eingesetzt. Besonders daran ist immer, dass diese Echosignale sozusagen sofort wieder da sind, weil sie sich, die elektromagnetischen Wellen sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Das heißt, wir reden hier über Zeiten von Mikrosekunden und Millisekunde ist schon ganz lang. Eine Millisekunde bedeutet eine Entfernung von 150 Kilometern. Das heißt, im Automotive-Bereich handeln wir mit Pico, Nano und Mikrosekunden. Ja, mit ganz kleinen Zeiten. Und das macht diese Aufgabe eines Pulsradars nicht sonderlich einfach. Und das Ganze wird zwar periodisch wiederholt, aber wir messen letztendlich die Entfernung aufgrund der gemessenen Laufzeit Tau. Und wir dürfen die Signale nicht zu lang machen, nicht zu breit machen, dann kriegen wir keine Entfernungsauflösung, können wir nicht zwischen zwei Objekten, die unterschiedliche Entfernung haben, wie hier, unterscheiden. Wenn das so ein langes Signal ist, dann sehen wir das nicht, dass das von zwei Objekten reflektiert wurde. Das ist eine Klasse von Radaren, Pulsradare. Im Automotive-Bereich konzentrieren wir uns auf interessante Dauerstrichradare. Das heißt, der Sender sendet dauernd und der Empfänger empfängt kontinuierlich. Deshalb nennt man das auch Continuous Wave oder Dauerstrichradare. Die Technik ist einfach erläutert. Wir senden solch ein frequenzmoduliertes Signal. Das ist diese rote Linie. Hier ist die Frequenz über der Zeit aufgetragen. Das sind so ein paar Millisekunden Dauer. Das heißt, wir senden das Signal durchaus eine längere Zeit. Das ist das Echosignal. Das ist das empfangene Signal. Und Sie sehen, das empfangene Signal kommt nach einer Signallaufzeit Tau zurück. Das ist physikalisch ja dieselbe Einheit. Das heißt, wir haben hier eine kleine Verschiebung. Wenn ich das mit realen Zahlen belege, dann liegt die blaue Linie auf der roten. Ja, so kurz ist die Laufzeit Tau, nur um das zu verdeutlichen. Das heißt, diese Ecken hier, die spielen in der Praxis keine Rolle. Und was wir jetzt messen, wir nehmen dieses Echosignal und mischen es direkt mit der momentanen Frequenz
ins Basisband und sehen dann ein Sinussignal mit dieser Frequenz Delta F. Und ein solches Signal können wir per Fourier-Transformation vermessen. Wir messen Delta F und implizit mit Kenntnis dieser Bandbreite und dieser Dauer können wir daraus die Signallaufzeit Tau bestimmen. Und Signale dieser Art sind viele, viele neue Signalformen entwickelt worden für genau diese automotiven Anwendungen. Denn die Zielsetzung ist, dass wir Geschwindigkeit und Entfernung gleichzeitig messen wollen und wirklich simultan keine Geisterziele erzeugen, nicht nacheinander messen, erst Entfernung, dann Geschwindigkeit, dann weiß man nicht, welches gehört zu wem. Wir wollen es gleichzeitig messen, dass wir direkt sagen, da ist ein Punkt und da ist ein Punkt und da ist ein Punkt. Und diese Messung muss in Mehrzielsituationen funktionieren. Darin ist sehr viel Gehirnschmalz investiert worden. Und das macht auch den Standort Deutschland heute so stark. Denn das sind wirkliche Neuigkeiten, die weltweit für Furore sorgen und wo die Systeme aus Europa in der ersten Liga platziert sind. Und hier ist das nur noch mal dargestellt, das ist dieselbe Messtechnik, Delta F wird gemessen, implizit steckt Tau dahinter und mit dieser einfachen Beziehung kann ich die Entfernung R bestimmen. Und ich kann viel, viel mehr Leistung sozusagen senden, der Puls müsste sehr energiereich gesendet werden. Hier senden wir kontinuierlich mit weniger als 10 Milliwatt Sendeleistung. Das ist also eine ganz geringe Leistung, die wir abstrahlen. Und mehr brauchen wir auch nicht, aber wir senden dafür kontinuierlich und sind in der Lage, diese Messung so präzise durchzuführen. Und genau diese frequenzmodulierten Signale, die ich eben schön mit meiner Rampe dargestellt habe, genau solche Signale verwendet die Fledermaus. Ja, hier ist wieder Frequenz aufgetragen, hier Zeit. Und das ist direkt gemessen worden vom Biologen, dass hier solch eine Frequenzmodulation ist. Nicht so schön, das haben wir den Fledermäusen noch nicht beigebracht, ich will mal gerade gucken, nicht so schön, so eine schöne lineare Rampe, sondern die Fledermäuse sind da ein bisschen großzügiger und machen das mit solch einem parabolischen Aspekt. Aber man weiß ja nicht, wie das verarbeitet wird in der Fledermaus, aber es ist auf jeden Fall ein frequenzmoduliertes Signal, wo wir wissen, damit können wir gleichzeitig Entfernung und Geschwindigkeit messen. Und das auch in Mehrzielsituationen. Denn die Fledermaus hat auch eine wichtige Aufgabe. Die muss auch erstmal trennen, welche Fliege oder was immer Insekten dort auf der Suche sind. Es muss wissen, welche Entfernung es hat und welche Geschwindigkeit es hat, damit es dann wirklich auch den Anflug, das ist ja eine brutale Technik, ja, das heißt, das Insekt wird gefuttert, damit es das auch wirklich in der Luft, im Flug erreichen kann. So, das war sozusagen Entfernungsmessung zunächst. Geschwindigkeitsmessung, das ist das, was Sie alle kennen. Das hat uns der Christian Doppler, der in Salzburg geboren ist, vermittelt. Und das kennen wir aus dem akustischen Bereich. Nämlich, wenn ein Fahrzeug mit einer Sirene ausgestattet an uns vorbeifährt, dann haben wir zunächst die hohen Frequenzen und dann, wenn es an uns vorbeifährt, haben wir die niedrigeren Frequenzen. Das hat er zwar nicht mit elektromagnetischen Wellen gemacht, da war er der Zeit voraus, sondern er war Astronom und hat das an der Gelb- oder Rotfärbung der Sterne beobachtet. So, damit sind wir in der Lage, beide Parameter zu messen, Entfernung und Geschwindigkeit, und wir haben gesehen, in vielen Anwendungen brauche ich diese Kenntnis, damit der Sensor auch als Assistenz eingesetzt werden kann und verlässliche Werte liefert. Winkelmessung, das ist jetzt noch die Sache mit den Ohren. Da gibt es unterschiedliche Techniken. Man kann sozusagen von dem Sensor aus eine Antennenkeule schwenken, elektronisch schwenken, um damit den Winkelbereich oder die Winkelposition zu bestimmen. Oder diese bewährte Monopulstechnik, das heißt, wir haben hier zwei Empfangskanäle, die parallel betrieben werden, die nicht durchgeschaltet werden. Und wir haben zwei gemessene Amplituden, zwei gemessene Phasen. Und aus dieser Kenntnis berechnen wir die Ablage gegenüber der orthogonalen Winkelposition und wissen damit, dieses Objekt wurde unter diesem Winkel beobachtet. Und damit messen wir den Winkel, aber wir lösen nicht im Winkel auf.
Ich zeige Ihnen jetzt mal ein paar experimentelle Ergebnisse, was man mit einem solchen Messfahrzeug beobachtet. Das Fahrzeug ist mit einem Radar ausgestattet und ein Fußgänger. Das Fahrzeug steht und ein Fußgänger bewegt sich vom Fahrzeug weg. Hier zunächst steht der Fußgänger noch, Entfernung ist 0 Meter und jetzt bewegt er sich und wird bis 128 Meter prozessiert, da weiter haben wir nicht prozessiert. Wird also eindeutig detektiert und das System ist vollständig real mit allen Detektionsschwellwerten ausgestattet, aufgebaut und Sie sehen, ein Fußgänger kann mit einem solchen Radar, wie ich es Ihnen gezeigt habe, problemfrei bis 130, 150 Meter detektiert werden. Und es ist hier ausschließlich die Entfernung aufgetragen. Und wir sehen sozusagen, Messzeit ist 64 Sekunden, also eine Minute, da hat er sich wegbewegt. Und Sie sehen hier schon, das Laufverhalten eines Fußgängers ist besonders. Ja? Das heißt, da zappelt die Entfernungssituation, denn wir sind, wenn je nach Schrittfolge, nicht wie beim Tanzen, sehen wir hier mal etwas breitere oder weniger breite Entfernungsmessungen. Jetzt sind wir auf der Autobahn und so ist das Echosignalverhalten auf der Autobahn. Jetzt fahren wir, das sind wieder eine Minute Messzeit, das mussten wir in unseren Speicher bringen, und wir sehen eine Vielzahl von Echos, von Echosignalen. Das ist die gemessene Entfernung des Fahrzeugs, dem wir hinterherfahren. Und Sie sehen die Entfernung zu dem Vorausfahren, wir fahren nicht exakt die gleiche Geschwindigkeit, schwankt ein bisschen. Dieses hier, das sind die Echosignale der Leitplanken. Nicht der Leitplanken, sondern der Leitplankenpfosten. Das sind schöne Katzenaugen für Radare. Und das sehen Sie, die bleiben immer so bis 50 Meter und dann sind sie außerhalb des Antennenbeobachtungsbereiches. Dann werden sie nicht mehr detektiert. Hier entstand eine Situation, da waren wir mit zum Vorausfahren relativ weit weg, bei 80 Meter, und da meinte doch einer, er könnte sich dazwischen mogeln. Hier fuhren wir und da fuhr der und der wollte so dazwischen. Und automatisch, das waren so 20 Meter, lenkt man ein bisschen und die ganze Kiste kommt ins Schwanken. Jetzt kommen plötzlich die Leitplankenpfosten kommen näher. Dem haben wir dann ein kleines Signal gegeben und hier hat er aufgegeben und ist schön wieder rechts rangefahren und weitergefahren. Noch zwei Besonderheiten, das ist hier. Das ist das Entfernungsverhalten von Objekten, die wir überholen. Das heißt, die fassen wir hier auf und wir kommen denen näher und hier haben wir sie überholt. Das Ganze ist nochmal hier zu sehen. Sie sehen, da ist eine Vielzahl von Zielen, die das Radar detektiert hat. Und darin muss man sich jetzt erstmal zurechtfinden. Aber hier, bisher haben wir uns ja nur die Entfernung angesehen. Wenn wir die Geschwindigkeit dazu nehmen, dann ist das erstmal eine wichtige Geschwindigkeit, die ist 0 km/h. Das ist nämlich die Geschwindigkeit zu dem Vorausfahrenden. Wir fahren ja fast gleiche Geschwindigkeiten, nur leicht unterschiedlich. Und das sieht man dann hier, ob die Entfernung größer wird oder kleiner. Das ist die Geschwindigkeit der, die wir überholen. Das ist ja eine nicht so große Geschwindigkeit, die überholen wir. Und das ist die Geschwindigkeit all der Ortsfesten. Und das ist so 70, 80 km/h sind wir gefahren und die ortsfesten Objekte reflektieren mit unserer eigenen Geschwindigkeit. Wenn wir jetzt also hergehen und sagen, wir wollen nur bewegte Objekte haben, dann fallen diese vielen Messwerte, die wir eben gesehen haben, fallen einfach heraus. Und die müssen nicht mehr berücksichtigt werden. Das ist ein bewegtes Objekt, das überholen wir, dem folgen wir und das war das kleine Intermezzo. Und damit können wir schon mit einfachen Filtermethoden, es muss ja alles blitzschnell gehen, wir haben keine Minute Zeit, bevor wir reagieren. Die Reaktionszeiten liegen in der Größenordnung 300, 400, 500 Millisekunden. Dann muss die Sache erledigt sein. Und so können wir aus dem ursprünglichen Bild ein sehr aufgeräumtes Bild machen und der Sensor weiß, wie er reagieren soll, was er dem Bremssystem und dem Elektronikgas, dem System, dem Gaspedal sagen soll. Zusätzlich brauchen wir jetzt noch die Spurzuordnung. Und hier ist das Radar und in einer solchen Kurve, wie stellt man eine Kurvensituation fest? Da gibt es Sensoren in den Hinterrädern und in einer Kurvensituation gibt es leicht unterschiedliche Geschwindigkeiten. Das nutzen wir,
um hier eine Prognose für eine Kurvensituation darzustellen und damit die Spurzuordnung zu gewährleisten. Wir haben so ein Display entwickelt, das ist, sind die Fahrzeuge, die schneller sind als wir fahren, deshalb so ein Dreieck mit Spitze nach vorne. Und der wird auf dieser Spur detektiert. Aus dieser Sicht könnte man meinen, der fährt in meiner Spur. Mit der Unterstützung der Kurvensituation können wir die Signale und die detektierten Objekte den richtigen Spuren zuordnen. Sie können sich vorstellen, da steckt 10, 20 Jahre intensive Forschungsarbeit dahinter. Wir haben heute hervorragende Signale. Sendesignale entwickelt, die uns die Aufgabe erleichtern, dass wir wirklich sehr schnell und eindeutig messen können. Aber es gibt noch eine Reihe an Themen, die bearbeitet und gelöst werden. Da ist zum Beispiel Fußgängererkennung ein wichtiges Thema. Auch das ist etwas, eine Statistik, wie viele Verkehrstote haben wir? Der Fahrer ist in 50% aller Fälle betroffen, der Beifahrer in 13% und in 36% aller Fälle sind Fußgänger betroffen. Das ist eine Herausforderung. Wenn man solch ein Bild sieht, da läuft es einem kalt den Rücken runter, wenn man selber als Autofahrer in eine solche Situation käme. Was kann das Radar dazu beitragen? Um ehrlich zu sein, wir beherrschen die Situation heute schon und wir können künftig Systeme entwickeln, wo wir die Echosignale untersuchen und feststellen, dieses Echosignal kommt von einem Auto, dieses Echosignal kommt von einem Fußgänger. Und ganz plakativ, ich will den Menschen hier zum Laufen bringen, der Bewegungsablauf eines Menschen ist furchtbar kompliziert. Ja? Wenn man das sieht, die Beine haben eine ganz andere Geschwindigkeit als der Körper, die Arme und so weiter. Das ist ein Mix von Bewegungsabläufen, ganz anders als bei einem Auto. Ein Auto fährt mit konstanter Geschwindigkeit. Da sind keine Beine oder sonstige Dinge dabei. Und das haben wir genau analysiert, wie das Bewegungsverhalten eines Menschen aussieht. Und das ist ja das, was der Sensor misst. Bei einem Fahrzeug sehen wir durchaus mehrere Detektionen in Entfernung, denn das ist ja ein ausgedehntes Objekt. Wir messen ja bis mit einem Meter Auflösung. Und ein Auto ist, wie lang ist ein Auto? 5 Meter oder so etwas. Das heißt, wir sehen 1, 2, 3, 4, manchmal 5 Reflexionen in benachbarten Entfernungstoren. Ist also breit in Entfernung, aber als Doppler, als Geschwindigkeit ist da eine Linie. Das ist die Geschwindigkeit, die das Auto fährt. Beim Fußgänger ist das etwas anders. Der ist im Allgemeinen, sind Fußgänger ja weniger als 1 Meter ausgedehnt und das sehen wir hier auch in der Entfernungsmessung. Aber in der Geschwindigkeitsanalyse sehen Sie, dass nicht nur eine Geschwindigkeit, sondern viele Geschwindigkeiten gemessen werden. Und das bietet uns eine große Chance zu analysieren, ist das in Entfernung ausgedehnt, in Geschwindigkeit linienförmig, dann ist das ein Auto, oder ist das in Entfernung linienförmig und in Geschwindigkeit ausgedehnt, dann ist es ein Fußgänger. Und das hat hervorragende Ergebnisse gezeigt und damit wären wir in der Lage, und das ist das Ziel der Automobilhersteller, dann in solchen Situationen, wo diese Messsituation klassifiziert wird, dann anders zu reagieren und mit einer Notbremsaktion zum Beispiel zu reagieren, wäre man das beim Auto nicht unmittelbar. Da würde man vielleicht etwas stärker bremsen, aber man würde keine Notfallbremsaktion auslösen oder andere Schutzmaßnahmen wie Außenairbag und so weiter. Da wird sehr viel bei den Automobilherstellern gearbeitet, wie man darauf reagiert, um Unfallfolgen zu vermeiden und so weiter. Oder eben es gar nicht erst zu einem Unfall kommen zu lassen. Das sind sehr viele Dinge zu berücksichtigen. Und Sie sehen schon, wenn man seine Notbremsung durchführt, da muss man ganz sicher sein, dass das auch eine richtige Entscheidung war, sonst wird das Unheil ja größer und der Schaden wird größer und man hat nicht mehr von. Das heißt, an den Sensor wird die Anforderung gestellt, die Situationsanalyse mit höchster Genauigkeit, mit höchster Sicherheit darstellen zu können und analysiert zu haben. Auch die Folgewirkenreduktion ist ein wichtiger Punkt. Das nennt man Pre-Crash. Pre-Crash, das ist eine besondere Bezeichnung. Das heißt, es gibt viele Situationen, die der Sensor vermisst und wo der Sensor genau weiß,
jetzt geht's nicht mehr. Es wird gleich zu einem Unfall kommen. Meinetwegen bei solch einer Seitenaufprall-Situation. Da kann der Sensor nichts machen, da kann ich ja nicht schneller fahren und sagen, flitz mal schnell weg. Das geht nicht. Das heißt, der Sensor, wenn er zur Seite schaut, registriert, es knallt gleich in den nächsten 50 Millisekunden. Was tut man? Das ist die Situation Pre-Crash. Und die Automobilfirmen arbeiten daran, dass dann zum Beispiel ein Seitenairbag aufgeblasen wird. Und zwar nicht erst, wenn es schon geknallt hat, sondern genau 500 Millisekunden vorher, damit der Crash mit dem Aufblasen des Airbags zeitgleich passiert. Und das ist genau solch eine Herausforderung an die Qualität des Sensors, diese Sicherheit in der Entscheidung dann auch wirklich zu haben und zu bekommen. Frühzeitige Erkennung eines unvermeidbaren Zusammenstoßes. Ich kann nicht mehr durch Lenkmanöver nichts mehr tun, ich kann nicht mehr bremsen, ich kann nicht mehr beschleunigen. Es wird in diesem Gebiet gleich zu einem Crash kommen. Und wie mindert man die Folgen dieses Crashes, der durch Sensorik nicht mehr vermieden werden kann? Tangentialgeschwindigkeit, das hatte ich gerade schon erwähnt, bei der Autobahnfahrt ist die gemessene Radialgeschwindigkeit gleich der Geschwindigkeit. Da gibt es keine lateralen Komponenten. Da interessiert uns die laterale Komponente nicht so sehr. Dieses städtische System ist aber städtische Fahrsituation ist wichtig. Und dieses Radar beobachtet dieses Fahrzeug, was jetzt quer kommt. Zunächst würde dieses Radar, wenn es ein Punktziel wäre, sagen, der hat die radiale Geschwindigkeit und der bewegt sich wenig. Und erst nach vielen Beobachtungen könnte man sagen, ah, der bewegt sich ja in die Richtung. Wir machen das anders, wir vermessen genau diese Punkte, die irgendwo am Fahrzeug sind, das wissen wir nicht, aber wir messen unterschiedliche Geschwindigkeiten. Und aufgrund dieses Patterns, dieser Wolke von gemessenen Geschwindigkeiten und der gemessenen Winkel, können wir dann sagen, dass mit einer Beobachtung können wir sagen, das Fahrzeug bewegt sich in diese Richtung. Hier ist das diese gelbe Linie, wir beobachten ein Objekt und die absolute Richtung geht in diese Richtung. Das heißt, wir messen Geschwindigkeit in X, Geschwindigkeit in Y oder radiale und laterale Geschwindigkeit und können damit mit einem einzigen Messung bereits die Richtung festlegen, in der das Fahrzeug sich bewegt, damit wir entsprechend darauf reagieren können. Denn wäre es ein Kollisionskurs, müssten wir frühzeitig etwas tun. Wenn das dagegen in dieser Richtung fährt, dann ist keine Reaktion erforderlich. So, meine Damen und Herren, das ist im Detail, was Radartechnik ist. Und dies ist eine Vision. Und die Vision ist gar nicht mehr so weit in der Zukunft liegend. Künftig werden wir mehrere Radarsysteme in einem Auto integriert sehen. Und Sie alle wissen, der Anteil der Elektronik im Fahrzeug, der die Innovationszyklen bestimmt, wächst von Jahr zu Jahr immer mehr. Und dieses kann eine weitere Situation beschreiben, um die Sicherheit zu erhöhen. Derzeit sind es ausschließlich Komfortsysteme, die Funktionalität wird als Komfortsysteme betrachtet. Aber heute merkt man schon und weiß man schon, dass das auch Auswirkungen auf die Sicherheit hat, weil die Aufmerksamkeit des Autofahrers, der Autofahrerin unmittelbar erhöht wird, wenn sozusagen das Fahrzeug reagiert, wenn die Stellglieder bewegt werden. Und muss keine Zukunft mehr sein, das kann schon bald schon im Bälde Realität sein. Und das sind alles wichtige Vorarbeiten, um dem Ziel, was man nicht notwendig als absolut ansehen muss, aber dass ein autonomes Fahren irgendwann Realität wird. Das ist nicht auszuschließen, dass wir das in Zukunft erleben. Und das ist ein Bild, was so ein bisschen an die vorherigen Burgen und Schlösser erinnert, die wir durch Wassergräben und so weiter geschützt haben. Hier müssen wir ein mobiles Objekt schützen, das ist ungleich schwerer, aber die Radartechnik liefert uns eine Möglichkeit, um diesem Ziel nahe zu kommen, um diesen Schutz, Rundumschutz wirklich zu gewährleisten. So, ich zeige Ihnen noch ein allerletztes Bild, weil
diese Technik, Radartechnik, gar nicht isoliert gesehen werden muss von anderen Systemen. In Verbindung mit K2K-Kommunikation, wo wir Kommunikationsnetze selbstorganisierend aufbauen, so wie hier in dieser Darstellung beschrieben, das kann eine zusätzliche Unterstützung sein, um Sicherheit zu erhöhen, weil wir dann die Situation, die der Radarsensor gemessen hat, was hier gerade lokal passiert, per Kommunikationstechnik an die nachfolgenden Fahrzeuge weitergeleitet werden kann. Wir sehen ja immer diese Massenkarambolagen, wo einfach der weit Hinterfahrende, dem fehlt es an ein paar Informationen. Und das könnte man, das Radarsystem hat die Informationen, aber eben nur lokal, das könnte man weiterleiten per Kommunikationstechnik an den nachfolgenden Verkehr, um damit diese Crash-Situation, diese Auffahrunfälle vermeiden zu können. So, meine Damen und Herren, es war mir eine große Freude, heute Abend mit Ihnen über die Schönheiten der Radartechnik sprechen zu dürfen. Und ich sehe so viele interessierte Gesichter, das finde ich ganz fantastisch. Denn Radartechnik, wie schon eingangs gesagt, ist ein Gebiet, was nicht weit im Forschungsbereich in Deutschland gestreut ist. Nur wenige Institute beteiligen sich an diesen Forschungsarbeiten. Aber es ist eine erfolgreiche Geschichte und ich sagte es eingangs schon, es werden jährlich Millionen von Automotive-Radaren gefertigt. Das ist für Radartechnik völlig neu. Ich war bei der Firma Telefunken und wenn dort ein so großes flugsicherungstechnisches Radar bestellt wurde, es wurden 5 Stück gefordert, dann war das ein Riesenauftrag. Ja. Hier geht es um Millionen Stückzahlen und da spielt dann eine weitere Technik, nämlich die Produktionstechnik, eine wichtige Rolle, um diese Systeme dann nicht nur mit der nötigen Genauigkeit auszustatten, sondern auch preiswert fertigen zu können. Und bei diesen Millionen Stückzahlen kommt man der Preisvorstellung, die ich plakativ genannt hatte, von 100 Euro schon sehr nah. Das ist eine Erfolgsgeschichte von der technischen Seite her und von der Anwendungsseite erst recht, weil wir damit die Möglichkeit haben, die Sicherheit im Straßenverkehr weiter zu erhöhen. Ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen, ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse.